Francesco Friedrich auf dem Weg nach Sotschi. Der Traum von Olympia wird unterstützt von der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft Pirna, Oertel Gerüstbau und den Edelstahlwerken Schmees. Starke Partner für ein starkes Ziel. Nichts dem Zufall überlassen. Alles für das große Ziel Olympia. Zwischen den Weltcuprennen trifft sich das Bobteam Friedrich in Dresden. Ein Test der besonderen Art soll weitere Erkenntnisse bringen. In Rennmontur geht es in den Windkanal. Ja, wir haben noch ein paar Kleinigkeiten, die wir noch verbessern wollen. Wir haben ja schon genügend Tests gemacht, auch in der Aerodynamik. Das sind jetzt so die letzten Schliffe, die wir noch versuchen zu verbessern. Ja, ein bisschen was hat man vielleicht gesehen oder auch nie. Also es sind wirklich minimale Sachen, die jetzt noch verändert werden. Es wird jetzt nichts mehr am Bob gemacht, sondern nur an Sitzposition und so weiter. Der letzte Schliff für Olympia. Viele Sportler testen im Windkanal. In Dresden-Klotsche gibt es seit 40 Jahren die Möglichkeit. Das Thema Aerodynamik beschäftigt den Bobsport seit jeher. Wir versuchen, den Luftwiderstand, den der Wind also auf das Gerät, auf das fahrende Gerät ausübt, zu messen. Und das tun wir mit einer Genauigkeit, die zumindest ausreichend ist, um so kleine Dinge wie eine geringe Haltungsveränderung, eine unterschiedliche Höhe der Seitenschubbügel oder Ähnliches in ihrer Wirkung auf den Luftwiderstand zu messen. Der Test im Windkanal ist für Francesco Friedrich extrem wichtig. Die Feinabstimmung mit dem neuen Bob soll pünktlich zu Olympia erreicht sein. Gerade im Vierer haperte es zuletzt. Doch mit den Testergebnissen aus dem Windkanal soll die perfekte Spur gefunden werden. Wenn man weiß, dass man am besten vorbereitet ist oder dass man wieder einen Schritt getan hat oder dass es auf keinen Fall schlechter geworden ist, sondern man wieder irgendwo vielleicht die ein oder andere Hundertstel rausgeholt hat, kann man eigentlich gelassener in die Rennen reingehen und ja, kann eigentlich ganz beruhigt sein Rennen machen, sich vorbereiten, sein Training optimal vorbereiten, dass man zum Wochenende fit ist. Für die Winterspiele hat sich der 22-Jährige qualifiziert. Im Zweier- und im Viererbob wird der Pirna dabei sein. Beim Weltcuprennen in Igels zeigte das Bobteam Friedrich erneut Ecken und Kanten. Platz 4 im kleinen Schlitten, nur Platz 9 in der Königsklasse. Es gibt also noch viel zu tun. Der Countdown läuft für die Olympischen Spiele in Sotschi.